Moin moin YouTube, was geht und willkommen hier bei eurem Alpha Chief. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr habt auch echt super Wochenende und vor allem schöne Ferien und Urlaub. Ja, ich bin jetzt wieder da, das haben ja so der ein oder andere ja mitgekriegt, die mich ja fleißig auf den Social Media Seiten verfolgen und wissen, der Papa ist wieder da. So, das heißt also, es wird wie gewohnt dann weitergehen mit Videos und hast du nicht gesehen. Also alles, was das Thema YouTube, Social Media und alles, was es gibt, ganz Kladderadatsch, wird auf jeden Fall weiterlaufen. Doch, es gibt eine kleine Planänderung in Sachen YouTube. Als ich wieder gekommen bin, haben die ein oder andere mitgekriegt, dass ich gestreamt habe. Und ihr wisst ja, streamen tue ich ja halt recht selten. Was ich leider schade finde, weil ich würde es gerne beides gut kombinieren können. Leider passt das mit dem Familienleben und Arbeitsleben nicht so immer so ganz, dass ich beides aktiv laufen lassen kann. Also im Prinzip läuft YouTube ein Ticken besser als Twitch bei mir. Aber das ist jetzt egal. Ich mag das Streamen und ich werde auch weiterhin streamen, auch wenn ich nur einen Zuschauer habe. Ist mir scheißegal, es macht Bock. Jedenfalls in dem Stream habe ich dann gesagt, dass ich hier aktuell Full House habe, liegt daran, jetzt kommt ein bisschen Real Talk, dass meine Familie, also die Familie von meiner Frau, aktuell jetzt bei mir wohnt. Nicht aber, weil die irgendwas verloren haben, sonstiges, weil die einen großen Schritt in ihrem Leben wagen. Und jetzt hole ich mal aus. Ihr wisst ja, meine Frau kommt ja aus der Türkei und natürlich haben die da in der Türkei auch selber einen Wohnsitz, also sprich ein Haus und so. Ne? Also man von Familie geerbt, etc. pp. Ist egal, weitergeführt. Scheiß drauf. Auf jeden Fall gibt's da ein Haus. So. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, ich würde gerne wieder zurück zu dem Haus, was auch sein Vater mit damals zum Grundstück beigetragen hat und sonstiges. Er möchte wieder zu diesem Haus und sich drum kümmern, weil aktuell kümmert sich eigentlich keiner wirklich so drum. So. Aber er sagte, er geht erst wieder zurück, wenn er weiß, dass alle seine Kinder, und es sind mit meiner Frau zusammen 4 Kinder, dass allen gut geht, Ausbildung geschafft haben, festen Job etc. pp. So, jetzt ist es so, meine Frau, die hat 3 Brüder und 2 von den 3 haben jetzt ihre Ausbildung beendet und einer ist noch dabei. Hin und her haben sich dann die beiden Jungs gedacht, nachdem die gesehen haben, wie das Haus in dem aktuellen Zustand ist und die gesehen haben, dass ihr Papa traurig drüber ist und er ist auch nicht mehr der Kräftigste und alles alleine zu sorgen, instand zu bringen, das wird ihnen auf jeden Fall Kraft kosten. Jedenfalls haben die Jungs beide gedacht, weißt du was, wir haben hier zwar einen super Job, wir haben die Ausbildung geschafft und sonstiges, aber es ist traurig, das, was die, also ihre Familie geschafft haben, unten mit Haus und sonstiges, aus wirklich ärmlichen Verhältnissen, dass sie irgendwas gepackt haben. Und früher waren nun mal die Zeiten anders. Ihr wisst es selber, wenn ihr auch die deutsche Geschichte seht, in diese Zeiten, gerade 40er und sonstiges, es war in vielerlei Länder, aber auch manchmal auch in Deutschland echt schwierig, was aufbauen zu können. Ja, ist egal. Auf jeden Fall haben die gesagt, weißt du was? Lass uns doch einfach dahin gehen und es weiterführen. Wir zwei sind gelernte Handwerker. Einer von denen ist Trockenbauer, der andere ist Gärtner. Lass uns da was aufbauen bzw. es wieder instand setzen. Die waren davon so fest überzeugt, dass sie wirklich den Schluss genommen haben, wir machen das. Ja. Und jetzt ist es so. Die Jungs sind jetzt da runtergezogen, kümmern sich um das Haus und der Vater wird dann folgen. Der Vater folgt aber jetzt nur, weil wir dann gesagt haben, oder beziehungsweise der Jüngste gesagt hat, weißt du was, ich möchte aber hier in Deutschland bleiben, ich möchte meine Ausbildung machen als Kfz-Mechaniker, ich möchte gerne Geselle werden, ich möchte auch später Richtung Techniker, Richtung Meister gehen. Also er hat ein großes Ziel gesetzt und das lobe ich. Da sagte nur der Vater, ja, aber ich kann dich jetzt nicht allein lassen, Ausbildungsgehalt teuer, Wohnung teuer, wie willst du dir alles finanzieren? Und weil ich das so gut fand, was die Familie tut, habe ich dann gesagt, weißt du was, wir haben eine 130 Quadratmeter Wohnung, zieh doch bitte bei uns ein, also zum Jüngsten, und mach deine Ausbildung fertig, guck, dass du einen festen Job dann kriegst, also, ne, wie es halt ist, unbefristeten Vertrag, wenn es möglich ist, und dann such von mir aus eine Wohnung. Und das fand der Vater auch richtig nice und war echt super, dass ich von mir aus selber das auch so wollte und es ist auch lustig mit ihm und deswegen habe ich gesagt, ja komm. Weil es aber jetzt auch ein bisschen so schwierig ist, Wohnung auflösen, wo soll der Vater hin und sonstiges, haben wir dann gesagt, pass mal auf, wir machen das so, du ziehst erstmal bei uns ein, also der Vater wohnt jetzt auch hier bei mir, wir machen peu à peu deine Wohnung langsam fertig, du hast ja 3 Monate Kündigungsfrist, in den 3 Monaten machen wir
die Wohnung leer, verkaufen viele Sachen, spenden auch einige Sachen, weil er hat echt sehr viele Sachen. Und ja, dass die Wohnung leer ist und du dann in Ruhe runterziehen kannst. Du kannst dann an Papiere dich dann kümmern, ne? Es gibt ja auch noch, wahrscheinlich noch ein paar Papiere zu erledigen. Kenne ich mich jetzt nicht halt so aus. Daher machen wir das alles peu à peu. So, und jetzt ist es so, jetzt kommen wir wieder zu mir. Jetzt ist es so langsam so in Richtung Anfang August wird der Vater dann weg sein. Das heißt, jetzt Ende, wir sind jetzt Mitte Juli bis Ende Juli, muss die Wohnung jetzt komplett leer sein. Ich werde also dieses Wochenende und das kommende Wochenende danach auf jeden Fall nicht dazu kommen, Videos aufzunehmen. Deshalb will ich als Alternative Streams machen. Das heißt, ich werde täglich, wie ich die Arbeit schaffe und wie ich dann privat halt wegen der Wohnung, weil ich da mithelfe, wie ich es dann schaffe, dann streamen. Das heißt, es wird dann abends 8, 9 Uhr dann halt Streams geben. Es kann auch bis 10 Uhr abends laufen, bis halb 11, jeden Tag und Wochenende dann halt natürlich länger. Und ich hoffe, ihr findet die Idee geil. Ich weiß nicht, ob ich die Streams dann auf YouTube hochladen werde. Wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen Zeit finde, werde ich ein paar Highlights schnipseln und einfach das dann danach auf YouTube hochladen. Halt so ein bisschen, dass da was auf YouTube noch was läuft, bevor der Algorithmus denkt, ich bin total weg vom Fenster. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Idee gefällt. Es wird dann so laufen, es werden Streams geben und bitte, die dann meine Streams sehen wollen, guckt auf Twitter nach, auf YouTube, dann gibt es ja Community-Tab, da werde ich reinschreiben, wann ich streame. So, das wäre es an der Stelle. Ich gehe jetzt meinen Sonntag genießen. Ich hoffe, es freut euch, ich werde auf jeden Fall streamen, ich werde auf jeden Fall was machen und denke, es ist eine gute Alternative. So, ich wünsche euch was, schöne Ferien, schönen Urlaub und schönes Wochenende in Zukunft. Nächstes, dieses, was kommt, naja, ihr wisst schon. Also, out, rein!